Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute möchte ich mit euch über etwas reden, was mich ein bisschen annervt, und zwar um diese ewige Diskussion zwischen teurer und günstiger Ausrüstung. Und wenn euch das Thema auch interessiert und meine Meinung dazu, dann bleibt ihr einfach dran. Zeig, was du für ein Kerl bist. Zeig, was du für ein Kerl bist. Oh ja. Au. Ja, was ist Auslöser für dieses kleine Video? Im Prinzip sind es ganz viele kleine Auslöser, und zwar Forenposts. Ich bin relativ viel in Foren und auf Facebook etc. unterwegs, aber bei verschiedenen Diskussionen. Das geht nicht nur um Ausrüstung, sondern auch um Wanderwege und. Und es gibt immer mal wieder diese Posts, dass irgendwo in einem Baumarkt zum Beispiel günstig Macheten angeboten, ja, die Lidl-Säge, Lidl-Schlafsack, hatte ich ja gerade ein Video zugemacht und. Bevor das Video beginnt, schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, ob dir so etwas auch schon mal aufgefallen ist, dass Leute in Foren sich daneben benehmen, gerade bei der Diskussion um teuer versus günstig. Dabei wird dann halt gern Folgendes gemacht, es wird ein Post reingeschrieben, ne, wie ich gerade erwähnt habe, es gibt jetzt gerade günstige Macheten bei zum Beispiel Norma, haben wir zwar hier im Norden nicht, aber das sehe ich zum Beispiel immer wieder, dass Norma solche Angebote hat. Und dann kommt irgendwer und schreibt so was drunter wie, schreib hier nicht so ein Billigschrott rein, du Arschloch. Das ist jetzt die verschärfteste Variante, darüber brauchen wir gar nicht reden, dass das scheiße ist, weil Beleidigung gehen schon mal gar nicht, aber ich finde auch das Vorangegangene nicht so gut, muss ich sagen. Was stört mich daran? Ganz einfach, reinzuschreiben, lass diesen Billigschrott hier nicht rein oder sowas oder poste nicht so einen Billigschrott, ist irgendwie komisch, vor allen Dingen, wenn es dann in Forumsbeiträgen ja gerade um günstige Ausrüstung geht. Dazu einmal ganz kurz das Wort billig und günstig und teuer. Das Wort billig beschreibt ja eigentlich, dass man etwas, also dass etwas eine schlechte Qualität hat und dabei auch wenig kostet. Und das Wort günstig zum Beispiel beschreibt, wenn etwas eine gute Qualität hat und wenig kostet. Und teuer ist halt gute Qualität, aber auch eigentlich zu viel Geld, denn wenn es genau richtig viel Geld für die Qualität kosten würde, dann wäre es ja nicht teuer, sondern dann wäre es ja normal sozusagen. Ihr merkt allerdings, dass bei diesen ganzen Wörtern schwingt ja auch immer so ein bisschen Subjektivität mit. Also das ist ja für jeden auch ein bisschen was anderes, was zum Beispiel viel Geld ist, was ist wenig Geld oder was ist eine gute Qualität und was ist eine schlechte Qualität. Das hängt nämlich dann auch nochmal von ganz anderen Dingen ab, zu denen wir gleich kommen. Was mich einfach nervt, ist, dass Leute dann unqualifiziert ihren Kommentar drunter werfen, von wegen, das ist Billigschrott oder sowas oder auf gar keinen Fall benutzen, das ist totaler Dreck, kann man für nichts benutzen. Und drei Posts später schreibt jemand, ja, ich habe die Norma-Machete jetzt nicht tagtäglich im Einsatz, aber für das, was ich im Garten 3-4 Mal im Jahr mache, fand ich sie gut. Aber vorher hat da noch jemand geschrieben, das ist Billigschrott. Und da kommen wir zum knackenden, springenden Punkt, möchte ich sagen, in jeder Diskussion zwischen teuer und günstig oder teuer und billig. Wenn jemand einen Post macht zum Beispiel, ja, hier gibt es jetzt gerade günstig diese und diese Machete zu bekommen, dann weiß der Poster, der darunter schreibt Billigschrott oder sowas in der Richtung, ja gar nicht, wofür möchte derjenige das denn eigentlich benutzen. Weil das ist eigentlich die zentrale Frage in jeglicher Hinsicht, wenn wir über Ausrüstung sprechen, und zwar, wofür möchte der Anwender das benutzen? Ich versuche in meinen Videos immer so ein bisschen noch einen kleinen Hinweis am Ende zu geben, für wen das ungefähr geeignet ist. Ja, dass der Lidl-Schlafsack mit seinen 2 Kilo und seinem riesigen Packmaß nichts für einen Trekker ist oder einen Leichtgewichtswanderer oder einen Bergsteiger, das sollte jedem klar sein, und ich sag's dann nochmal dazu, aber er ist halt sehr gut für Festivalleute, für Campingleute oder für Menschen, die halt nur eine Nacht entspannt draußen bushcraften möchten. Ein Spyderco-Messer ist zum Beispiel, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, eine sehr gute Messermarke. Allerdings kosten Messer von denen auch teilweise 300 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind in der Verarbeitung, im Design, ja, in den Materialien so gut, dass es das wert ist. Darüber möchte ich mich aber gar nicht streiten, sondern braucht ein normaler Anwender, der damit ab und zu mal Pakete aufmacht oder nicht, ein Spyderco-Messer. Kann er sich natürlich besorgen, wenn er das Geld über hat und das bezahlen möchte, aber er braucht es nicht. Das heißt, für ihn ist dieses Produkt eigentlich teuer, weil die ganze Bandbreite an Fähigkeiten, die dieses Messer sozusagen hat, kann er ja gar nicht nutzen. Das heißt, für ihn ist zum Beispiel Ganzo, ja, ein günstiges Messer für 12 Euro oder so, die absolut richtige Wahl, obwohl es viele Leute gibt, die sagen, Ganzo ist absoluter Schrott.
Und so kommen in dieser ewigen Diskussion zwischen teuer und billig und günstig immer diese Fronten zustande, weil einfach die einen Leute, denen ist das wichtig und anderen Leuten ist das wichtig. Ich zum Beispiel benutze viele Ganzrohrmesser, auch zu Hause zum Kochen oder unterwegs zum Kochen, zum Pakete aufmachen für dieses und jenes. Ja, mittlerweile habe ich davon einige und es sind einfach gute Messer für das, was ich möchte und absolut tauglich, absolut haltbar. Ich bin total begeistert im Prinzip. Deshalb möchte ich euch darauf hinweisen, falls ihr mal so einen Post gemacht habt mit von wegen Billigschrott oder so oder wenn ihr das nächste Mal in eine Ausrüstungsdiskussion einsteigt, dann überlegt euch doch erstmal, wofür könnte der andere das benutzen? Oder wenn ihr über eine Ausrüstung redet, zum Beispiel kann er ja sagen, der drunter schreibt beim Norma-Post, ja, über die Macheten, für täglichen Gebrauch nicht zu benutzen, da Materialien zu schwach oder so. Ja, das ist doch besser zu schreiben als Billigschrott. Weil damit bringen wir uns alle in der Diskussion nicht weiter. Und Menschen wie mich, die viel mitlesen, aber nicht so viel Zeit haben, alles mitzukommentieren, also ich empfinde das als sehr anstrengend und das ist so dämlich, finde ich irgendwie ein bisschen. Ja? Also sowas zu schreiben. Schreibt doch einen hilfreichen Kommentar und dann kommen wir in der Diskussion, glaube ich, alle weiter. Weil, wie gesagt, es geht immer darum, was der Anwender damit machen möchte. Ich brauche kein 500-Euro-Zelt, wenn ich nur in, sagen wir mal, Höhenlagen bis höchstens 1000 Meter schlafen gehe und nicht so viel Wert jetzt, sagen wir mal, auf Ultralight oder sowas lege, weil da gibt es deutlich günstigere Zelte, die genau das Gleiche können in diesem Anwendungsbereich, die ich aber natürlich nicht auf eine alpine Tour oder auf eine Leichtgewichtstrecking-Tour mitnehmen würde. Siehst du genau wie ich das Problem darin, dass die Leute nicht wirklich wissen, was der andere denn eigentlich für Anforderungen an die Ausrüstung hat und sich deshalb gar nicht richtig hineinversetzen können in die Diskussion zwischen teuer und günstig? Schreib mir deshalb gerne mal deine Kommentare unten hinein. Diese Diskussion nervt mich einfach und ich hoffe, dass wir da alle zusammen ein bisschen Fortschritte machen können, damit wir nicht mehr so viel Zeit verschwenden in sinnlosen Geplänkeln, also in manchen Foren, ich will da jetzt keine direkten Namen nennen, aber da fällt das wirklich auf und da wird dann ein Post aufgemacht und da wird dann über einen Ausrüstungsgegenstand über zwei Seiten diskutiert und nach drei Wochen ist der Post 20 Seiten lang und die Leute hauen sich nur noch Sachen an den Kopf, wo ich mir denke, wo habt ihr diese Zeit her und wofür auch diesen Willen, sich gegenseitig so runterzumachen und zu besiegen, ja, argumentativ. Also ich habe da gar keine Lust drauf und gar keine Zeit für, ja. Ich möchte einfach nur, wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle, dass man wirklich über die Vor- und Nachteile im Anwendungsbereich redet, ja, und nicht über mehr, anstatt immer dieses ewige Drumblumblabbern und ja, in meinem Gefühl auch sich beleidigen. Das muss einfach nicht sein, finde ich. Zum Schluss möchte ich euch noch ein bisschen was über meine Ausrüstungsphilosophie erzählen. Ich mache ja viele Videos über günstige Ausrüstung und im Endeffekt bin ich immer auf der Suche nach den Marken, die relativ günstig sind, mit einer guten Qualität, wo man aber noch nicht den Namen mit bezahlt, weil zum Beispiel meiner Meinung nach bei Spyderco bezahlt man mittlerweile den Namen einfach mit. Ähnlich ist es natürlich bei solchen Sachen wie ein Jack Wolfskin, ja, oder auch Mammut, muss ich sagen. Bei Fjällräven ist es noch so eine Sache, weil die haben ja wenigstens auch noch so ein bisschen Umweltengagement, genauso wie VD, ja, da kann man noch mal drüber hinwegsehen. Ich bin also immer auf der Suche nach so, ja, ich möchte sagen, Mittelklasse-Ausrüstung, ja, die noch nicht so doll entdeckt sind, wo man den Namen halt noch nicht so mitbezahlt, wie zum Beispiel bei Taschef, weil ich finde die Rucksackmarke Taschef, von der ich übrigens noch nie irgendwas bekommen habe, also ne, ist einfach nur gerade meine persönliche Meinung, die liefern noch sehr gute Qualität zu einem angenehmen Preis, muss ich sagen, ja. Bestes Beispiel dafür auch meiner Meinung nach Ganzo, ja, im ganzen Mittelklasse-Klappmesserbereich, ja, natürlich auch andere Sachen von Gearbest, die da mit rüberschlagen, aber Ganzo hat so die beste, oha, der Wind kommt auf, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, obwohl es auch nochmal schon wieder günstigere Sachen gibt. Eine Sache, die bei teuer und günstig auch immer nochmal gestritten wird, ist diese Diskussion um Ausbeutung und ähnliches. Es wird immer behauptet, wenn man in China kauft, dann beutet man sozusagen automatisch aus. Das stimmt auch irgendwo. Das Problem ist nur, alle produzieren in China, also fast alle, ja. Auch ein Victorinox-Messer, das hier zusammengesetzt wird, bekommt seine Einzelmaterialien ja nicht aus dem näheren Umfeld, sondern die beziehen ihr Kunststoff ja auch von irgendwo her. Ja, bei Victorinox habe ich das nicht ganz nachgeprüft bis jetzt, aber Spyderco zum Beispiel lässt in Taiwan herstellen, soweit ich weiß. Ich muss sagen, da gibt es einfach ein großes Problem,
mit der Kommunikation von Firmen. Ja, es gibt da kein einheitliches Siegel. Ich würde mir sehr wünschen, dass man auf alle Arten von Waren so ein Siegel einführen würde. Ja, zum Beispiel wie Eier, ja, von 0 bis 4 geht das, glaube ich, oder bis 3, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo man genau sieht, ist das Freiland oder sonst irgendwas und sozusagen dann sehen kann, okay, welcher Mindestlohn ist das ungefähr. Das wird sich natürlich sehr schwer umsetzen und noch schwerer zu kontrollieren lassen, ob Firmen in China das wirklich zahlen. Aber sowas würde ich mir natürlich wünschen, weil man glaubt immer bei den hochpreisigen Marken, geht mehr an die Arbeiter ab, aber gerade Nike, Puma und so zeigen uns ja, dass das eigentlich überhaupt nicht so ist. Eine zweite Sache ist natürlich auch noch, dass man zum Beispiel, wenn man direkt aus China bestellt, den lokalen Handel nicht mehr unterstützt. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Ich muss allerdings auch sagen, dass wenn es um genormte Industrieprodukte geht, ja, ob ich ein Ganze jetzt von Gearbest direkt aus China bestelle oder hier in Deutschland bei Amazon kaufe, da sehe ich es ehrlich gesagt auch nicht ein, den lokalen Handel zu unterstützen, weil die erbringen ja keine Wertschöpfung, ohne das in irgendeiner Weise böse zu meinen. Ja? Weil das Messer, ob das nun in Deutschland nochmal im Lager liegt und da Steuern, ja, drauf gezahlt werden muss, weil bei größeren Chargen muss ja immer Steuern drauf gezahlt werden, und dann erst zu mir kommt und niemals aus der Verpackung genommen worden ist und großartig überprüft worden ist, oder ob es direkt per Post zu mir kommt, ja, mein Gott, dann sage ich halt, ich bezahle die Hälfte des Preises, wenn ich im Endeffekt genau das Gleiche kriege. Das ist natürlich nicht bei allen Sachen so, also zum Beispiel Klamotten bin ich ein bisschen anders, weil die trage ich direkt an der Haut, da ist das mit Giftstoffen noch ein bisschen was anderes und so weiter und so fort. Ja, aber bei sowas wie einem Messer oder einer Taschenlampe, da bin ich ehrlich gesagt da nicht so. Ja, ich habe jetzt einige Punkte genannt. Schreib mir dazu gerne zum Abschluss dieses Videos nochmal deine Meinung unten in die Kommentare rein. Ich würde da gerne mit euch drüber diskutieren. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du keine Videos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin, tschüss, tschüss.